Hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe, und diese Season kam ja ein neues Exo für den Hunter dazu, für die leere Subclass. Und wenn man es richtig anstellt, hat man durchgehend fast die ganze Zeit diesen Damage-Buff aktiv. Noch dazu kann man damit seine Gruppe mit einem Überschild für jeden richtig gut supporten. Ja, und wenn euch mein Content gefällt und ihr wollt kein weiteres Video verpassen, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Kommentiert auch gerne das Video und schreibt gerne mal rein, was ihr von den Exo haltet. Ich zum Beispiel finde es echt ziemlich gut. Und noch dazu bin ich ab und zu live auf Twitch. Könnt gerne mal vorbeischauen. Und dann geht's jetzt erstmal weiter. Also zunächst erstmal zum Exo. Das ist nämlich der Harnisch des Jagdfalken. Hier ist es nämlich so, dass wir einen Waffenbonus erhalten, wenn wir unsichtbar geworden sind. Und wenn wir unsichtbar einen Kämpfer finishen, also aus der Unsichtbarkeit heraus, bekommen wir ein Reserveüberschild. Wenn wir dieses Reserveüberschild auf der linken Seite aktiv haben, haben wir eine erhöhte Klassenfähigkeitsregeneration. Und wenn wir dann irgendwann wieder unsere Klassenfähigkeit einsetzen, bekommen wir ein Überschild. Dieses Reserveüberschild bekommen alle anderen auch in der Nähe, genauso wie die erhöhte Regeneration. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Klassenfähigkeit mache, bekomme ich ein Überschild. Und wenn jetzt der Warlock seinen Riff macht oder der Titan sein Schild, wenn er jetzt nicht auf Leere ist, bekommen die beiden auch ein Reserveschild für sich selber. Das heißt, man kann so ein bisschen in kniffligen Situationen sich denken, okay, ich habe das da unten stehen. Und wenn es jetzt gerade brenzlig wird, kann man es einsetzen. Und zu dem Waffenschadenbonus. Jedes Mal, wenn wir aus der Unsichtbarkeit herauskommen, bekommen wir für 6 Sekunden lang einen Bonusschaden von 35%. Das sind 10% mehr als wie beim Brunnen. Ja, und dann war ich noch beim lieben Karl und habe mal geschaut, wie viel Schaden ich jetzt zum Beispiel mit der Typer mache, wie viel Schaden ich rein nur mit dem Buff von dem Brustharnisch mache und wie viel Schaden ich dann noch mit Quelle der Macht und dem Brustharnisch mache. Insgesamt sind wir da fast bei 100.000, um einfach mal zu sehen, was das für einen Unterschied macht. Und wenn man es halt richtig gut macht, die ganze Zeit Finisher machen, die Gegner instabil machen oder auch mit der Waffe, mit der Granate instabil machen, die ganze Zeit schauen, dass man ausweicht. Man sollte schon schauen, dass Mobilität auf jeden Fall auf 100 ist, damit man das auch ab hat die ganze Zeit. Kann man eigentlich nichts falsch machen und man hat die ganze Zeit diesen Schadensbuff dabei. Ich spiele dieses Bild super gerne, nicht nur wegen den Schadensbuff, sondern auch wegen dem Überschild, womit man seine Gruppe schon ein Stückchen weit gut supporten kann. Und dann schauen wir uns mal die Subclass an. Und zwar habe ich hier als Ulti den Möbius-Köcher mit dabei. Er macht halt von allen Supers am meisten Schaden. Ich denke mal, dass die spektrale Klinge im Trash auch ganz gut performen könnte. Aber dennoch habe ich lieber den Möbius-Köcher mit dabei. Dann als Klassenfähigkeit habe ich das Scharfschützen-Ausweichen dabei. Einfach, weil es nochmal 29 Sekunden sind und nicht wie beim anderen 38. So können wir uns schneller wieder unsichtbar machen. Und vor allen Dingen jedes Mal, wenn wir ausgewichen sind, ist unsere Waffe direkt nachgeladen, was ziemlich nice ist. Dann habe ich jetzt dabei noch die Vortex-Granate. Sie macht einen großen Flächenschaden. Man kann sie am Boss anheften. Dann Aspekte, habe ich den verschwindenden Schritt dabei. Wenn wir ausweichen, werden wir unsichtbar. Wir bekommen 2 Fragmentfassungen dazu. Und dann haben wir noch stilvolle Ausführung. Bekommen wir auch 2 Fragmentfassungen dazu. Wenn wir ein geschwächtes, unterdrücktes oder instabiles Ziel getötet haben, bekommen wir Unsichtbarkeit und wahre Sicht. Wenn wir eine stilvolle Ausführung aktiv haben und dann einen Nahkampfangriff gegen ein Ziel machen, wird dieses geschwächt. Dann Fragmente. Habe ich Echo der Instabilität dabei. Wenn wir mit einer Granate einen Gegner töten, bekommen wir flüchtige Geschosse auf unsere leere Waffe. Dann noch Echo der Ausdauer. Auf dich angewandte leere Buffs, Unsichtbarkeit, Überschild und Verschlingen dauern länger an. Dann noch Echo der Überreste. Unsere Granate hält dadurch länger an. Und dann noch Echo der Schwächung. Unsere Granate schwächt Ziele. So ganz zusammen funktioniert das alles richtig gut. Und vor allen Dingen hat das Exo noch einen versteckten Perk. Und zwar
Wenn wir einen Gegner aus der Unsichtbarkeit heraus finishen, werden alle Gegner darum instabil. Ohne dass wir irgendwas machen. Wir müssen nur Gegner aus der Unsichtbarkeit finishen. Das heißt, wenn wir diese Gegner dann töten, die instabil sind, werden wir unsichtbar. Dadurch bekommen wir wieder den Schadensbuff. Am besten können wir noch so dafür sorgen, dass wir gerade nochmal einen dann so anhitten, dass er finishbar ist. Dann gehen wir mit dem Ausfallschritt in die Unsichtbarkeit, finishen ihn und das Ganze fängt wieder von vorne an. Sozusagen spielt sich dann das Exo wie von alleine. Und außerdem macht es richtig Spaß, so zu spielen. Dann schauen wir uns mal die Ausrüstung an. Beim Exo waren wir ja schon mal. Hier habe ich jetzt ein leeres Helm mit dem Mod Unnachgiebiger Quellenschöpfer drin. Wenn wir ausweichen, bekommen wir mit unserem nächsten Waffentodesstoß eine Elementarquelle dazu. Und noch harmonischer Siphon. Wenn wir zwei Kills hintereinander machen mit einer Waffe, die unserem Fokus entspricht, also leere, machen wir eine Sphäre der Macht. Dann auf den Armen habe ich einmal mannigfaltige Quellen. Die Mod sorgt ja dafür, dass ich anstatt eine leere Quelle dann zwei erschaffe. Dann habe ich hier jetzt auf dem Brustharnisch Ausdauerquelle dabei. Wenn ich eine leere Elementarquelle aufnehme, bekomme ich reduzierten Schaden. Ich glaube, das war 50%. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber 50% sind es auf jeden Fall. Dann habe ich auf den Schuhen nochmal Quelle der Macht drauf. Wenn ich eine Elementarquelle aufnehme, die meinem Fokus entspricht und auch der Waffe, die ich gerade ausgerüstet habe, also leere, bekomme ich dafür einen erhöhten Schadensbuff. Dieser Schadensbuff ist von... Das ist ein Schadensbuff von 25%. Und hier auf dem Stasis-Umhang, sehr wichtig, habe ich einmal Allzweck-Kickstarter, der dafür sorgt, dass, wenn wir unsere Klassenfähigkeit einsetzen, dass wir ungefähr ein Viertel unserer Energie zurückbekommen. Und das ist halt noch stärker als Verewigung, wodurch dann unsere Klassenfähigkeit eine verringerte Abklingzeit bekommt. Und noch dabei habe ich elementare Zeitausdehnung. Dadurch sind unsere Buffs halt noch ein bisschen länger aktiv. Sowohl Quelle der Macht als auch Ausdauerquelle. Der Vorteil ist halt, wenn wir eine Elementarquelle aufnehmen, dass wir nicht nur erhöhten Schaden bekommen, sondern auch, dass unsere Fähigkeiten schneller aufladen. Was dazu führt, dass wir uns schneller wieder unsichtbar machen können, was dazu führt, dass wir die ganze Zeit den Schadensbuff haben. So, und wenn man sich jetzt überlegt und es gut abspielt, schafft man es, dass man die ganze Zeit den Buff vom Exo ab hat und auch noch Quelle der Macht fast die ganze Zeit oben hat, wodurch man dann einen Schadensbuff von 60% die ganze Zeit durchgehend hat. Dann hat man vielleicht noch einen Brunnen mit 25% oder eine Bubble, hat auch 25%, ist ungefähr das gleiche. Dann kommt noch eine Divinity drauf und somit wären wir schon bei 115% extra Schaden. Was jetzt die Waffen angeht, habe ich jetzt zum Beispiel gerade eine Maschinenpistole dabei für die Ads. Aus der Dualität, ist auf jeden Fall leere, damit ich damit auch meine Quellen herstelle. Dann habe ich noch die Taipan dabei, ein sehr starkes Linearfusionsgewehr, kann ich nur empfehlen und ist perfekt für dieses Bild, auch was Bossschaden angeht. Und Primärwaffe, da schaue ich immer wieder mal, was gerade so gebraucht wird. Und ich habe mir halt gedacht, ich zeige mal, wie ich das so spiele. Es macht mir auf jeden Fall super Spaß mal wieder. Ja, und das wäre es dann auch von meiner Seite aus. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Schreibt mir gerne rein, was ihr so zu dem Bild sagt. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.